meine Lieben, ich hoffe, mein Akku hält noch durch, weil es ist ein bisschen knapp. Naja, ich habe nämlich wieder ein Haul für euch und ja, für alle, die, ja, wie soll ich sagen, es gibt tatsächlich Leute, Entschuldigung, die mögen wahrscheinlich meine Art Videos nicht mehr, denen geht alles auf den Sack, was ich zeige und es gibt tatsächlich Leute, die würden, glaube ich, gerne lieber Sachen von mir im Haul sehen, die denen gefallen und nicht die mir gefallen. Wisst ihr, wie ich meine? Es gab tatsächlich so Diskussionen, so Kommentare. Ich will keine Kerzen mehr sehen. Ja gut, ich will aber Kerzen sehen. Also ich kaufe Dinge, die mir gefallen und wenn ich trotz meines Kaufverbotes denke, ich muss meine Kerze kaufen, dann kaufe ich mir die. Ja? Ich möchte halt nur nicht mehr in Überfluss Kerzen kaufen, wie ich das halt in naher Vergangenheit gemacht habe. Ja? Also es kommen tatsächlich dieses Mal wieder Kerzen. Ja, nicht viele, aber es kommen welche. Und es kommt tatsächlich im nächsten Haul auch irgendwann nochmal eine Kerze, weil ich die im Kleiderkreise getauscht habe. Aber nichtsdestotrotz, ich fange jetzt an mit meinem Beauty-Haul. Ist nämlich eher Beauty. Hab nämlich bei meiner Freundin habe ich zwei Nagellacke geschenkt gekriegt. Ist jetzt kein Haul, aber zwei Nagellacke geschenkt gekriegt. Fand ich total süß von ihr. Muss ich aber mal schauen, ob ich solche in der Richtung Full-Männer-Sammlung habe. Das sind nämlich zwei von P2. Die sehen so aus. Das ist einmal Young Miss und einmal Business Woman. Ja. Die sehen so aus. Irgendwie sind wir auf das Thema Nagellacke nämlich gekommen, weil ich hatte, ja, mein Gel war sehr stark rausgewachsen. Dann hat sie mir nämlich diese Teile hier auf meinen Nägeln drauf gemacht. Das sind von Essence. Sind das so Nail-Sticker und das sah so gut aus. Ja, und da war ich so begeistert von, dass ich mir bei DM 1, 2, 3, 4, 5 Stück davon gekauft habe für 1,25. Die sehen super aus, wenn die Nägel schon voll rausgewachsen sind. Und ja, die durften mit, wie gesagt, 1,25. Dann habe ich mir tatsächlich nochmal andere Nagellacke mitgenommen und auch von P2 eine. Und zwar aus dieser Techno, also Techno-Chrom-Reihe. Dieser hier. Der heißt Bronze Cut. Und ich fand die Farbe ganz cool. Ich hatte den letzten schon drauf. Ja. Den ich jetzt gerade drauf habe, dieser hier. Den finde ich richtig schick. Das ist einer von Trended Up in der Farbe 100. Voll süß, fand ich schon, mag ich schon. Und noch einen anderen von P2, ich fand die Farbe ganz cool. Und zwar heißt der Clue Mapper, das ist so ein matschiges Schlammgrün. Ja, mag ich. So, dann durfte von Essence auch noch eine Mascara mit, und zwar ist sie, glaube ich, neu im Sortiment. Das ist die False Lashes Mascara. Die sieht so aus. Ich glaube, die kostet um die 3 Euro. Und ich fand das Bürstchen ziemlich ansprechend, weil das sieht so aus wie das von der Lash Princess Mascara. ja, dann hat der Chris mir, mein bester Freund, ne, den kennt er ja, die meisten zumindest, habe ich die Balea Multitalent Creme Gel Maske, hat er mir mitgebracht, weil er hatte wohl geschenkt gekriegt, da war so ein Korb, so ein Eröffnungsangebot, weil er hat einen neuen Job, glaube ich, angefangen. Und, was heißt, glaube ich, er hat einen neuen Job angefangen und da haben die dann, glaube ich, so ein Eröffnungspaket zusammengestellt. Und da war halt, ja, dieses hier, eine Creme mit drin. Aber er mag überhaupt gar keinen Pfirsichduft. Und dann hat er mir die mitgebracht und die werde ich natürlich ausprobieren. ja, dann habe ich mir zwei zu Eva Paletten gegönnt. Und zwar habe ich die schon länger hier rumliegen. Aber ich habe halt, bin überhaupt nicht dazu gekommen, ein Video zu drehen. Ja, und ich habe die bei zu Eva selber bestellt. Die kosten ja mittlerweile 21,99 und dann noch Versand. Ich weiß, ich hätte das selber auch bei Douglas machen können. Da hätte ich Versand gespart und noch 10% Coupon oder 5 Euro Rabatt oder sowas. Aber diese Palette haben die noch nicht bei Douglas im Angebot und diese hier ist ständig ausverkauft. Das hier ist die zu Eva Caramel Melange Palette. Mega schön. Die Farben, die sind so geil. Ohne Scheiß. Schaut, also wie gesagt, die ist auch schon benutzt. Sieht mega geil aus. Das sind genau meine Farben. Und geil. Also super mega mäßig. Ja. Die habe ich mir dann halt geholt. Wenn ich dran denke, kann ich euch jetzt hier auch noch Swatches einblenden. Habe ich mir schon für Instagram geswatcht. Genau, das war die Caramel Melange. Und dann gibt es noch die Zoeva Matt Palette. Die ist auch hier vorne matt. Ist halt so ein bisschen auch City-like. So New York, Großstadt, Fieber und so. Ne? Ziemlich cool aufgemacht. Finde ich super. Auch die... die Palette ist einfach geil, ohne Scheiß. Und die gibt es halt, wie gesagt, noch nicht bei Douglas. Und die habe ich halt gesehen und ich musste die haben. Die sieht so aus.
Ja. Habe ich auch schon verschiedene Looks mitgeschminkt und mega geil, diese braun-roten Töne. Aber das wisst ihr ja, ich hatte ja schon vor 5 Jahren hatte ich diese, kann ich euch mal zeigen, bevor ihr sagt, ne? Ich habe mir tatsächlich vor 5 Jahren, habe ich mir diese Palette hier von Inglot, oder war das 5 Jahre, ist das schon her? Also nicht alle komplett zusammengestellt, aber diesen Ton hier, den hatte ich schon, habe ich schon seit Ewigkeiten. Und das ist ja so einer, der jetzt total im Trend ist, ne? Naja, auf jeden Fall 2 mega geile Paletten, also super. Ab rein in meine Schublade. Dann habe ich das erste Mal in meinem Leben bei Glambot bestellt. Glambot, das ist halt eine Internetseite, die verkauft wie so eine Art Blog-Sale, verkauft die halt Make-up-Produkte, die schon mal gebraucht, also getestet worden sind oder halt benutzt, aber die desinfizieren die halt, zum Beispiel Lippenstifte werden abgeschnitten und so und verkaufen die halt günstig weiter. Ja. Und da ich halt ich habe bei Jeffree Star und bei Many Makeup und sowas, habe ich von Cover FX habe ich hier diese Customs Exchange, heißen die so, keine Ahnung, Drops halt gesehen. Die sehen so aus, mega. Da ist auch hier auch von Glambot, ist halt dieses Hygienesiegel drauf. Und Leute, die kosten ohne Zoll und so weiter, ja, kosten die, glaube ich, $42. Kommt das hin? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also schlagt mich, wenn das verkehrt ist, auf jeden Fall. Ich schreibe das euch hier unten hin, was die halt bei Sephora kosten. So. Aber wenn ihr dann halt, ich weiß nicht, wohin damit, wenn ihr das dann halt bestellt, dann heißt es ja schön Zoll noch, ne? Und Versand und so weiter. Habe ich jetzt natürlich bei Glambot auch machen müssen. Aber da stand halt, dass da noch 60% Inhalt drin ist und dann habe ich dafür bezahlt 31 Euro. So. Und dann kam eigentlich noch 10 Euro Versand dazu, aber ich habe im Internet einfach mal ein bisschen gegoogelt, hier Glambot Rabattcode, und gab es da einen Rabattcode von 30% Rabatt. 30! Ja, und dann hat, im Endeffekt hat es anstatt 41 Euro mit Versand, hat es dann halt 4, 8, 12, 12 Euro runter, und war das halt wie versandkostenfrei. So, und ich habe halt die Farbe Moonlight mir genommen, ja, und Leute, es gibt sehr viele davon, ja. Aber ich muss euch die Farbe zeigen. Oh nein! Nein! Okay, auf meine Hose. Ah, ätzend, ey. Also es ist halt mit einer Pipette, ja, kommt das daher. Mann, ey. Und schaut euch das mal an. Ich habe jetzt nur einen wirklichen kleinen Tropfen genommen, ja, und ich verteile das jetzt hier so drauf. Boah, schaut euch das mal an. Ist das nicht der Oberbrüller? Boah, ich liebe sie. Ich hab sie jetzt schon ein paar Mal verwendet. Und Leute, dieses Highlight. Ich war direkt hin und weg. Schaut euch dieses Highlight an. Ja, die Amerikaner schwärmen halt sehr davon und ich hab's jetzt auch. Ja, teures Schätzchen, aber geil. Ja, dann habe ich auch mal bei Beauty Bay bestellt. Nicht für Make-up-Lidschatten wie alle anderen. Nein, ich wollte Jeffree Star Liquid Lipsticks haben. Ich habe nämlich meinen Dominatrix wieder verkauft, diesen dunklen, wo alle gesagt haben, nee, Jenny, der ist nix. Für dich, boah, jetzt habe ich überall diese Highlighter-Pünktchen auf meiner Jeans. Naja, habe ich wieder verkauft und auch, wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich von meinem Blog, YouTube und Blog-Sale, habe ich auch einiges verkauft. Dann dachte ich mir, so Jenny, jetzt kauf dir ein paar Liquid Lipsticks von Jera Cosmetics, Quatsch, von Jeffree Star. Und es durften 4. Ja, die kosten bei Beauty Bay kosten die $19. Ab einem bestimmten Wert, ich weiß gerade gar nicht, ab 50 Euro oder sowas, gibt es dann halt versandkostenfrei. Ich hatte, also bei Glambot übrigens hat das 10 Tage gedauert, bis das Päckchen hier war. Oh, guck mal hier, ich habe, hier ist es gelandet. Hier hat das eine Woche gedauert. Also es ging ratzfatz und ich habe mir natürlich Rottöne genommen, habe allerdings, das erzähle ich euch gleich, Rottöne, wie gesagt. Einen davon habe ich auch schon verwendet, das ist der Anna Nicole. Kann ich euch jetzt gerade auch ein Bild einblenden, wie der getragen aussieht. Ich finde den so astrein. Das ist das perfekte Rot-Orange für mich für den Sommer. Ich liebe es. Ja, der sieht so aus. Mega geil. Und ich mache euch jetzt auch nochmal, swatch das auf meiner Hand. Riechen übrigens ein bisschen komisch, finde ich. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das perfekte Rot-Orange. Achtet nicht auf meine so von abgenudelten Lippen, aber ich hatte jetzt gerade keine Lust noch neu zu machen. Dann zeige ich euch ein
dunklen, und zwar ist das der dunkelste von meinen Tönen, den ich mir hier geholt habe. Und zwar ist das halt ein sehr bekannter, und zwar ist das Unicorn Blood. Der sieht so aus. Das ist dieser. So, dann kommt Red Rum. Das ist auch ein klassisches Jenny Rot. So eher so blaustichig. So, und dann, das ist wahrscheinlich eine andere, so eine Limited Edition oder sowas, weil das ist eine rote Verpackung. Und der heißt Checkmate. Also zeige ich euch auch Checkmate. Und sieht so aus. Und der ist ähnlich wie der erste hier, der Anna Nicole, aber mehr ins Rot. Und der ist auch so wunderschön. Der ganz obere. So, und dann habe ich mir eigentlich noch Jera Cosmetics habe ich mir eigentlich noch bestellt. Ja, steht auch hier auf meiner Rechnung drauf. Hier unten steht, dass ich eigentlich noch ein Jera Cosmetics Liquid Lipstick bekomme. Jo, aber stattdessen war das da drin. Ja, finde ich natürlich, bin ich auch schon in Kontakt mit denen. Ist ein bisschen blöd, weil so dieser Jera Cosmetics, der war glaube ich auch 18 Euro. Und die Lidschatten, die kosten, glaube ich, 7 Euro. Also ist ein bisschen blöd, ne? Also ich habe das hier da stattdessen gekriegt. Die haben auch schon zurückgeschrieben. Musste den Bilder schicken und so weiter. Ich bin mal gespannt, dass hier ist übrigens die Farbe Homecoming. Ist auch eine wunderschöne Farbe. Also, ja, ich denke mal, ich muss sie zurückschicken. Schauen wir mal. Aber, ja, ist trotzdem eine schöne Farbe. Aber das habe ich ja nicht bestellt. Ja, dann geht's weiter mit... Muss ich gucken, was habe ich hier noch Schönes. Ja, ich habe hier nämlich etwas getauscht. Und zwar habe ich hier die Kendall Tarts gekriegt. Und zwar einmal habe ich hier den Strawberry Buttercream. Ja, der riecht echt sehr gut. Hätte ich übrigens nicht gedacht, dass der so gut riecht. Ja, voll gut. Dann habe ich Ember Moon. Ember Moon ist ja aus dem Sortiment gegangen. Ich muss mir unbedingt irgendwo noch eine große Kerze davon anschaffen, aber ich sehe jetzt nicht 31 Euro dafür auszugeben, aber die werden jetzt immer teurer, weil das ja eine Rarität wird. Ja, Ember Moon ist ein super toller Duft. Meine Schwester hat den im Glas, könnt ihr mal ruhig mal abdrücken. Naja, dann habe ich Flowers in the Sun nur noch in halben. Aber der riecht auch schön. Ja, mag ich gerne. Das ist richtig schöner, sommerlicher, parfümiger Duft. Genau, da hat es mir noch so ein Cotton von Scent zum Testen. Sowas mag ich immer gerne. So, dann noch Ebony and Org. Ich liebe diesen Duft, ja. Dann Mango Peach Salsa. Ist auch ein halbes. Ah, das riecht doch voll gut. So, und dann haben wir hier, wie heißt es nochmal? Honey Clementine. Und das riecht halt total nach Mandarine, aber süßlich. Richtig gut. Ja, bin ja selten der Fruchtige, aber das mag ich. Ja, das war halt eine kleine Dinky Candle Tart Tauschaktion. Und dann hatte Pieper wieder diesen 5-Euro-Gutschein, den ich halt jedes Quartal zugeschickt bekomme, weil ich ja in diesem Pieper-Club bin. Und dann habe ich gedacht, komm, hole ich mir eine Yankee Candle davon, weil Make-up habe ich hier noch, ne? Obwohl ich mir natürlich jetzt wieder viel gekauft habe. Aber, ne, ich habe es halt normal so genug. Und deswegen habe ich mir gedacht, hol dir noch mal eine Yankee, ne? Befriedige deine Sucht mal wieder. Nach all der Zeit, der Abstinenz. Und da habe ich gedacht, die haben bestimmt auch von der Frühlingskollektion haben die bestimmt auch einen, weil da habe ich ja Cherry Blossom mir als letztes gekauft. Und die hatten die anderen beiden auch. Und ich habe halt hin und her überlegt, welchen ich besser finde. Und ich fand einfach Wild Mint besser. So, das ist dieser hier. Die kosten ja 30 Euro. Und im Endeffekt gab es ja 20% gab es noch auf alles heute, weil irgendwie Valentinstag, Spezial oder sowas. Und ja, auf jeden Fall kostet die ja 30 Euro und dann gab es 20% Rabatt. 6 Euro runter, ne? Und dann noch 5 Euro. Also im Endeffekt habe ich 18 Euro ein paar zerquetschte bezahlt. Und der riecht komplett nach Minze. Das ist sowas von megamäßig und ich liebe ja Minze, ne? Das ist schon schön. Und ich habe mir halt die rausgesucht, die am schönsten gemasert war, wo man das Duftöl sieht. Ja. Für 18 Euro
eine neue, aus einem neuen Sortiment ist ja quasi, ist ja auch limitiert, ne? Das ist ja nur so ein. Ist das limitiert? Weil die sind ja, das sind ja die Frühlingsdüfte. Naja. Apropos Rarität und so weiter. Ich muss mir hiervon, muss ich mir unbedingt noch eine kaufen. Ich weiß, die gibt es im Moment bei TK Maxx. Also viele auf der Facebook-Gruppe sagen, dass es die derzeit bei TK Maxx für 17,99 € gibt. Ich war eben bei TK Maxx, gab es bei mir nicht. Es gab bei mir gar nichts. Ja, ich krieg die Krise, ne? Und ich muss mir davon nur noch ein Backup holen, weil der geht dieses Jahr aus dem Sortiment. Also ihr werdet den irgendwann nochmal in einem Haul sehen, weil ich liebe diesen Duft einfach. Und der ist letztens bei mir leer gegangen. Und jetzt habe ich mir die neue gekauft bei Amazon. Da gab es sie noch für 20 €. Jetzt sind die schon bei 23 €. Wie gesagt, Rarität wird das. Und zwar ist das einer meiner Lieblinge, und zwar Lake Sunset. Dass sie diese aus dem Sortiment nehmen, ich kriege echt die Krise. Der ist sowas von toll. Boah, ich muss mir den nochmal holen. Der ist wirklich parfümig, soft, pudrig. Boah, der ist so mega. Ich liebe ihn. Und ich finde auch das Label so toll. Und du musst noch mal zu mir. Aber ich finde halt keinen bei. Weil 23 € oder 18 €, gut, das sind 5 € Unterschied, aber trotzdem. Mann. Scheiße. Ja, und dann habe ich halt bei Pieper habe ich noch zwei Parfümproben gekriegt, mal wieder. Und zwar Versace und Black Opium. Ja. Ja, das war mein Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Und wir sehen uns bald wieder. Ich mache mich nämlich jetzt fertig. Werde noch so ein kleines Beauty-Paket zusammenstellen, was ich mit zu meinem Freund nehme. Und dann geht's dahin. Ja. Und dann wird nämlich heute Abend wieder so Walking Dead geguckt. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.